Guten Morgen. Es regnet sehr stark. Ja, ich habe gerade erfahren, ich habe heute letzten frei. Hi, schönen guten Tag. Oh mein Gott, es ist sehr laut. Ich hoffe, du verstehst mich überhaupt. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt frei. Ich habe einen Block frei. Das ist regulär, ich habe jetzt nicht einen Fall oder so. Und da es die ganze Zeit regnet draußen, habe ich mich entschieden, jetzt hier zu bleiben. Ich sitze jetzt gerade hier so in der Kaffee. Ich schreibe morgen Klausur. Deswegen werde ich jetzt lernen für Deutsch. Ja, ich habe nicht so Bock, aber wird schon. Hi! Es tut mir so leid, dass es so laut ist. Ich kann es gerade nicht ändern. Ich habe jetzt auf jeden Fall Deutsch gelernt. Das ist mein wunderschöner Zettel. Ja, ich bin eigentlich soweit fertig. Ich muss nur noch später zu Hause so ein paar Sachen aus dem Buch aussuchen, aber ich habe das Buch hier nicht. Genau, aber ich kann eigentlich alles, deswegen kann ich heute Abend bzw. heute Nachmittag noch ein paar andere Sachen erledigen, was sehr, sehr gut ist. Ich habe sonst keine Zeit mehr dafür, weil ich muss noch ein Fotobuch fertig machen und ich bin noch lange nicht fertig. Ich muss das nicht, jetzt am Samstag muss ich das fertig haben und ich habe jetzt den Rest der Woche keine Zeit dafür, deswegen ist es ganz gut, dass ich jetzt Zeit habe. Ich habe jetzt noch so circa 10 Minuten, bis die Pause wieder anfängt, also bis der Block vorbei ist. Und dann habe ich noch Englisch und letzten habe ich einen Fall. Also ich chill jetzt einfach ein bisschen. Hallöchen, ich bin mittlerweile aus der Schule zurück. Es ist ein großer Zeitsprung passiert. Es ist mittlerweile 2:30. Ich habe heute sehr viel tatsächlich schon geschafft, im Unterricht zu machen. Nicht im Unterricht, aber in meinem Freiblock für meine Klausur morgen. Also ich muss jetzt eigentlich nicht mehr wirklich viel lernen. Und deswegen kann ich die Zeit nutzen für etwas viel Wichtigeres. Also was heißt Wichtigeres, ne? Für etwas, das auch eine sehr hohe Dringlichkeit hat auf jeden Fall. Und zwar habe ich... Das Video wird danach erst hochgeladen, deswegen kann ich es endlich erzählen. Aber ich bin dabei, ein Fotoalbum zu machen und ich mache ein Fotobuch. Ich werde jetzt nicht wirklich Fotos oder so davon zeigen. Ein paar Bilder und Videos sind auf meinem Instagram und auf meinem TikTok, also schau da gerne vorbei, wenn du ein bisschen was sehen willst. Ich kann jetzt aber nicht alle Bilder zeigen. Auf jeden Fall bin ich die ganze Zeit dabei, so ein Fotobuch zu machen und ich habe noch einige Bilder, die ich hier einkleben muss, beziehungsweise halt einige Seiten, die ich gestalten muss. Und das Ganze muss am Samstag fertig sein. Deswegen, ja, werde ich jetzt die Zeit nutzen. Es ist Dienstag, es ist Klausurtag. Ich bin ganz fit, ich bin gestern extra zeitig ins Bett gekommen. Also ins Bett gegangen, so. Ja, ich werde mich jetzt fertig machen und dann den Tag rocken. Also ich schreibe auch nicht direkt im ersten die Klausur, sondern erst ab der dritten Stunde, glaube ich. Oder ab der vierten sogar. Also ich habe auf jeden Fall gestern noch ganz viel an dem Fotobuch gearbeitet. Ich bin richtig weit gekommen und ich habe noch gelernt dann den Rest des Tages. Deswegen habe ich da nicht mehr so viel gefilmt. Ich habe erst letztens meine Haare geschnitten und schau mal, wie süß es aussieht mit den so kleinen süßen Zäpfchen. Weil vorher waren die immer so lang.
Ich find's knuffig. Ich bin fertig mit dem Schultag. Ja, es war tatsächlich recht erfolgreich. Ich habe eben meine Deutschklausur geschrieben. Die lief eigentlich ganz gut, also war halt eine Deutschklausur, keine Ahnung, nichts Besonderes. Genau, damit bin ich für diese Woche durch mit den Klausuren. An der Stelle auch, wenn dir dieses Video gefällt, dann gib mir auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben, um mich zu supporten. Und abonniere gerne den Kanal, wenn du mehr von meinen Videos sehen möchtest. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Genau, ich werde jetzt noch ein bisschen weiterarbeiten an dem Fotobuch. Ich bin nämlich fast fertig. Ich muss das nämlich entweder heute oder morgen fertig bekommen, weil ich den Rest der Woche immer arbeiten bin. Und morgen ist ein ganz besonderer Tag. Morgen passiert was richtig Krasses. Ich freue mich schon die ganze Woche darauf. Bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich sehr. Du wirst morgen sehen, was es ist. Und ja, ich bin total gespannt. Also bleib auf jeden Fall dran, um dir das anzuschauen. Okay, Update. Ich habe jetzt tatsächlich doch noch nichts mit dem Fotobuch gemacht. Ich habe mich entschieden, jetzt erstmal ein paar TikToks von mir zu schneiden, weil ich irgendwie in letzter Zeit, ehrlich gesagt, ein bisschen schlunzig mit meinen TikToks war. Und ich hatte die ganze Zeit die Sachen alle gefilmt, aber ich habe es nie geschafft, die zu schneiden. Ich werde jetzt aber das Fotobuch machen. Weil wie gesagt, heute ist der letzte Tag, beziehungsweise morgen auch noch. Aber morgen passiert was anderes sehr Aufregendes und ich habe das Gefühl, dass ich danach eher chillen will. Ich gehe nämlich morgen auch nicht zur Schule. Vielleicht ist das ein kleiner Tipp. Du kannst ja gerne mal jetzt in die Kommentare schreiben, was du denkst, was morgen passieren wird. Ich habe es extra noch nicht gesagt. Aber ich gehe morgen auf jeden Fall nicht in die Schule und es passiert was ganz Aufregendes. By the way, Friends, I love this. Aber ich habe gestern entschieden, Suits anzugucken. Also du siehst, ich bin in Staffel 7. Ah, Staffel 7, Folge 7, wie lustig. Ich habe das vor einer recht langen Zeit habe ich das angeguckt und hatte dann irgendwann keinen Bock mehr, weil ich habe dann das immer so nebenbei geguckt und wusste dann nicht mehr, was genau abgeht und habe nichts mehr gecheckt und dann habe ich aufgehört und irgendwie hab ich gestern den Vibe wieder gefühlt und habe das weiter geguckt und jetzt bin ich wieder full drin. Friends bin ich jetzt ganz am Ende schon wieder, zum 5. Mal oder so. Aber Friends kann ich immer gucken, das ist meine Comfort-Serie. Genauso wie Modern Family. Also hier ein Appell an Netflix, bring Modern Family wieder, bitte. Ich habe kein Disney Plus. Will mir irgendwer sein Disney Plus-Passwort geben, bitte, danke. Hi, ich habe das Fotobuch komplett fertig gemacht. Ich bin sehr zufrieden, wie das jetzt aussieht. Ich habe mich gerade abgeschminkt und mache jetzt auch den Rest von meiner Skincare. Und ja, dann gehe ich schlafen, damit ich schön viel Kraft und Energie für morgen habe. Guten Morgen! Es ist Mittwoch. Es ist 10 vor 8 ungefähr. Ich werde jetzt aufstehen und duschen gehen und mich frisch und fertig machen. Ah, heute ist ein besonderer Tag. Ich freue mich so. Ich werde es jetzt noch nicht sagen, aber ich werde es dir später sagen. Keine Sorge. Ich bin nämlich jetzt fertig. Ich habe nämlich jetzt erstmal einfach eine Fahrstunde. Hi, Friends! Ich sehe gerade aus wie ein Zort. Ich war gerade duschen. So, und ich habe mich jetzt entschieden, mich jetzt noch nicht zu schminken. Weil ich gleich nicht so viel Zeit und vor allem keine Lust habe, mich komplett neu zu schminken nach der Fahrstunde. Ich freue mich irgendwie schon sehr. Ich habe sehr Bock, ich bin motiviert. Mein OOTD ist heute leider nicht so besonders, aber ich finde es trotzdem super. Also ich habe einfach so eine schwarze Jeans angezogen und dazu war so ein Oberteil. Einfach comfy and basic. Everything is amazing. Buongiorno. Ich bin back in the hood. Ich hatte gerade Fahrstunde, das war sehr gut. Wir haben eben noch die ganzen technischen Fragen und so, also alle technischen Sachen sind mir durchgegangen. Jetzt kann ich es ja verraten, ich muss mich nämlich jetzt fertig machen. Und zwar habe ich gleich meine Führerscheinprüfung. Ja, ich habe gleich meine praktische Führerscheinprüfung. Und dafür mache ich mich jetzt fertig. Also ich habe jetzt noch circa eine Stunde, bevor wir losfahren. Ah, cool. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber eher in dem Sinne, dass ich mich freue. Aber das wird definitiv auch noch kommen. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt ein bisschen schminken, damit ich mich so fresh and put together fühle. Ich glaube, ich bin ready. Ja, ich bin mal gespannt, wie es läuft. Wie es wird. Ich muss mich halt wirklich einfach nur konzentrieren, weil wenn ich mich nicht konzentrieren kann, dann habe ich ein Problem. Ich freue mich voll, endlich mit dem fertig zu sein. Wobei, also ich muss ehrlich sein, ich finde Fahrstunden machen Spaß. Also ich habe mich immer gefreut, Fahrstunde zu haben. Auch einfach generell Autofahren macht mega Spaß. Ja, aber ich bin auch echt froh, wenn ich dann nicht mehr so
also wenn ich dann diese Sache Fahrstunden nicht mehr in meinen Alltag irgendwie einbauen muss und nicht mehr so Zeit dafür halt verbrauchen muss, so, you know. Let's go. Wir sehen uns gleich wieder. Hi. Ich hab dich dann. Ich habe meinen Führerschein bekommen. Ich bin auch direkt schon selber nach Hause gefahren. Ich bin sehr, sehr glücklich. Es war sehr gut. Lief alles wie geschmiert. Ich habe jetzt den Führerschein. Ich werde jetzt den ganzen Rest des Tages eigentlich mal ein Chilling machen. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen was von dem Video schneiden und dann mal schauen. Die Woche ist fast vorbei. Ich habe eben gesehen, dass es minus 1 Grad ist. Das heißt, es ist eine Chance, dass es geschneit hat. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass es geschneit hat. Sonst hätte ich schon irgendwo gesehen. Es hat nicht geschneit. Es hat nicht mal so ansatzweise geschneit. Es ist einfach ganz normal. Scheiße. Das war jetzt direkt schon mal eine wunderschöne Enttäuschung am Morgen. Aber egal, ich werde jetzt ein ganz schnelles Make-up machen. Also ich habe gestern tatsächlich irgendwie kaum was gevloggt. Ich weiß nicht warum, ich habe es, glaube ich, irgendwie einfach verkackt. War halt in der Schule nicht, also ich habe meine Präsentation gemacht. Die ist jetzt komplett fertig, das ist sehr gut. Heute habe ich wieder einen recht langen Tag vor mir, aber es geht. Also ich muss ehrlich sagen, seit letzter Woche hält sich mein Stresslevel voll in Grenzen, weil davor hatte ich irgendwie 5 Wochen oder so, wo ich keine einzige Millisekunde Pause zwischendrin hatte. Und jetzt hat es sich tatsächlich wieder ein bisschen beruhigt. Das einzige Ding ist halt, dass ich es absolut nicht schaffe, mein Video hochzuladen diese Woche. Das finde ich ein bisschen schade, also es pünktlich zu schaffen. Und das hatte ich in letzter Zeit öfter mal, dass ich das nicht pünktlich schaffe, sondern dann irgendwie erst abends, sonntags oder Montag. Aber diesmal das tatsächlich bis Dienstag oder vielleicht sogar Mittwoch nichts mit meinem Video, weil ich einfach keine Zeit habe, das zu schneiden. Genau, das ist ein bisschen blöd. Das tut mir auch sehr leid. Aber manchmal schaffe ich das halt einfach aufgrund meines stressigen Alltags nicht, dann das Video bis dahin fertig zu schneiden. Hi! Also ich bin jetzt auf dem Weg und ich habe tatsächlich meine Haarklammer nicht gefunden. Das heißt, ich habe jetzt keine Haarklammer drin. Ich habe jetzt einfach nur eine Doppelstunde Englisch-LK, aber ich wollte eigentlich nur was sagen. Und zwar ist gerade richtig angenehmes Wetter irgendwie. Es ist irgendwie warm, obwohl es halt mega kalt ist, aber die Luft ist so richtig frisch, dass man, wenn man so einatmet, das ist so frisch und man wird so wach und es ist so... Ich liebe das und es sieht auch richtig schön aus, also ich kann euch das hier nicht zeigen. Gerade irgendwie so richtig erfrischend und angenehm hier lang zu laufen. Ich liebe es. Also ja, this is your sign, auf die kleinen Dinge zu achten, weil das macht mich gerade irgendwie richtig glücklich. Hi, ich bin back aus der Schule, ready to rumble. Also ich hatte ja gerade nur Englisch und jetzt bin ich wieder da. Englisch war super, lief toll, meine Haare sind mittlerweile ziemlich chaotisch, weil ich mir Pulli an und ausgezogen habe. Aber ich habe heute Morgen vergessen, dass es der 1. Dezember ist. Und was passiert am 1. Dezember? Richtig Adventskalender. Ich habe einen Kinder-Adventskalender bekommen und den habe ich mir schon sehr lange gewünscht. Und dieses eingepackte Paket. Und ich habe keine Ahnung, was drin ist, aber sie meinte, ich soll es heute aufmachen. Also machen wir das jetzt zusammen. Aber erstmal unboxen wir diesen Kinder-Adventskalender, weil der ist tatsächlich noch in Folie eingepackt. Und vielleicht wird das jetzt so ein bisschen satisfying jetzt. Deswegen machen wir das jetzt zusammen. Oh wow. Ich weiß nicht, wo die 1 ist. Was ist das? Ein Kindermini. Das gönnen wir uns jetzt. Ich weiß übrigens auch noch nicht, wo ich das in meinem Zimmer hinstellen soll, weil jetzt ist alles so richtig clean und ästhetisch sortiert und dekoriert. Jetzt haben wir das hier. Ich weiß wirklich nicht, was es ist. Nein, wie cool. Das ist, glaube ich, jeden Tag so ein Rätsel. Ich finde sowas ja richtig cool, ne? Jeden Tag ein Rätsel, was man lösen muss und am Ende findet man so die Lösung zu irgendeinem, ja, Escape Room oder irgendeinem Fall oder so. Interesting! Hä, voll cool!
Das macht safe voll Spaß. Ich liebe so Rätselsachen und so. Also das heißt, wenn du das Rätsel richtig löst, dann findest du hier quasi die Seite, also wegen den Bildern, findest du hier die Seite, die du als nächstes öffnen darfst. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal mein Zimmer ein bisschen clean machen, weil ich habe zum Beispiel mein Bett noch nicht gemacht und so. Und dann werde ich anfangen, dieses Video zu schneiden. Also ich guess, das ist nicht so interessant, aber ja. We're gonna get some work done. Woo!